Nun aus dem tiefsten dunklen Schatten ist er dabei mit seiner pummeligen, edlen Gestalt den Plan zu erobern. Das Publikum rastet noch einmal aus. Er versucht, an den Rittern der Bärenweinrunde vorbeizukommen. Er kriegt sie nicht überholt. Jetzt überholt er jemanden. Dort ist er erschienen. Der Rechtsabbieger. Mit seiner furchtbaren Wollfrisur. Na, bist du wieder bei deinem Schlammschulter? Schuster hier! Aber einen gescheiten Schuster hier, der das kleben kann. Nein. Gut. Liebe Gemeinde, ich habe gehofft, dass es in diesem Jahr niemals geschehen muss. Aber es muss wohl geschehen. Es gibt immer wieder Vorfälle auf heiligem Grund und Boden des MPS, dass ich als Inquisitor einschreiten muss. Einmal zu mir aus dem Hause Tiersor. Oh. Nein. Chris! Ach. Der Gast von gestern, der kann sich nachher nochmal bei mir melden. Der Gast wird sich bei mir melden nach dieser Aktion. Mein Sohn. Ich hatte so gehofft, dass das nie wieder passieren muss. Es gibt Vergehen, die müssen bestraft werden, aber niemals auf dem Kabelkanal. Komm mal hier rüber. Jetzt kommt Frankano, der hat einen 40-Tonner und überrollt uns. Und völlig zu Recht würde er das machen. So ist gut, so stehen wir schön. So, wir alle bekommen, die wir hier auftreten, ein besonderes Kärtlein. Das unterscheidet sich von einer Eintrittskarte dadurch, dass es anders aussieht. Mit diesem Kärtlein dürfen wir Bereiche aufsuchen auf dem MPS, wo der Brutto-Normalbürger und MPS-Gast nicht hin darf. Es sei denn, sie wird von einem Zuchthausmusikanten dorthin geführt. Ins Zölibatmobil? Nein, der Backstage im Allgemeinen. Dieses Kärtlein berechtigt also zum Zutritt, Hals, Maul. Was hat er gesagt? Ich habe verstanden. Ich, hab nur ich auch nicht, ich will es auch gar nicht. Er hatte ein Handtuch im Maul. Sehr gut. Dieses Kärtlein berechtigt also zum Zutritt in sämtliche Backstage. Wo ist dein Kärtlein? Ja, das ist das Ersatzkärtlein. Was ihm unsere Beauftragte, die wundervolle Julia, nun überreicht hat. Wo ist das Kärtlein, was man dir vorher schon mal gegeben hat, in Säckingen oder wo auch immer? Zu Hause. Er ist selbst zu blöd, diese Karte zu verlieren. Er vergisst sie? Ja, das ist noch schlimmer. So dämlich kannst du echt nur sein, wenn du Musikant bist. Die Gemeinde ruft, Pfui! Pfui! Es gibt bei uns keinerlei Abstufung in Strafen. Was? Manu, wie hältst du es mit dem Trottel aus? Es gibt beim MPS keinerlei Abstufung in den Strafen. Egal welches Vergehen begangen wurde, es ist immer der Großinquisitor, also ich, der immer dieselbe Strafe bedauerlicherweise vornehmen muss. Die Gemeinde denkt sich schon, was es ist und ruft: Teer! Teer! Frieden! Frieden! Es tut mir so leid, Chris. Ich hatte übrigens seine Telefonnummer nicht. Dann hat Manuel sie uns geschickt. Willst du auch noch mal erzählen, wie Manuel dich abgespeichert hat auf seinem Telefon? Musik aus. Willst du das sagen? Nein, das war Manuels Story. Das war Manuels Story. Ach, wir fragen einfach mal Manuel. Genau. Manuel, komm doch mal zum Onkel. Ich glaube, wir haben Manuel, unter welchem Namen hast du deinen lieben Kompagnon und Mitmusikanten in deinem Handy abgespeichert? Ich dachte, wenn ich den Kontakt mit deinem lieben Kollegen teile, kommt nur die Nummer. Leider stand am Ende Pimmellöckchen da. Weil sie alle nur Scheiße guppern. Und wie ist es rausgekommen, Rektus? Wie ist es rausgekommen? Weil er den Kontakt verschickt hat an uns. Natürlich, komplett mit vollem Namen. Ja, einmal quer durch die ganze Gruppe. Erst an mich und dann gingst du an mich, an Rektus. Dann wusste schon mal der ganze Backstage, weil sie unsere Gegröle gehört haben. Feuerschwanz ist bei
Soundcheck von der Bühne gefallen. Ja. Feuerschwanz sind Anfänger. Wie spät haben wir? Haben wir überzogen? Also es ist so, ich habe gerade erfahren, es wird gleich sehr interessant, denn Tiersaw wird in ungefähr 15 Minuten auftreten. Er sagt gerade in 10 Minuten. In 10 Minuten. Es ist soweit. Habt ihr alles da? Was zur Folge hat, dass entweder unser lieber Kollege im Federkleid auf der Bühne steht, das wollen wir aber nicht. Nein. Da das nimmt die Technik Schaden, das machen wir auf gar keinen Fall. Genau. Und das wird wohl eher bedeuten, dass der andere Kollege einen Solo-Auftritt hat. Sensationell! Also geht alle dahinter, stützt ihn und Chris kommt zu bald zu dazu, wenn er kann. Das kann eine Weile dauern. Sein. Herr Kapellmeister, wende die Federn vom Pimmel. Chris, runter mit den Klamotten, die Weiber machen ein Geräusch. Nonnen! Also ihr, aber ganz schnell! Sexy Baby! Ja, du darfst auch sehr gerne tanzen. Bring mir den Teer! Wow! Mutig! Was ist das, ein Paisley-Muster? Das ist eine Kameradensau! Gib mir die Klamotten! Hier, nimm. Da kannst du noch sitzen, ne? Jesus kleckert immer. Ihr seht, er ist bei der Hitze besonders flüssig, der Teer. Mit welchem Körperteil sollen wir beginnen? Kopf! Ach, wir machen es einfach. Was? Hätte vergessen! Wir machen einfach das Maul zuerst, das Freche. Ist das lecker. Ich muss das tun, ich habe keine Freude daran. Warte mal, Kopf hoch. Ja, schön von unten. So. Rektus, ja. Die Dusche Backstage hat übrigens seit heute Morgen kein Wasser mehr. Das Zeichen des Herrn auf die wunderschöne Brust, die knabenhafte. Ja. Wisst ihr, warum das Kreuz Querbalken hat? Damit eure Fotos auch auf Facebook veröffentlicht werden können. Die Nippel sind jetzt. Das Haar ist vom. Das ist vom Arsch der Nonne, das Haar. Einmal die Hände gen Himmel zum Gebet. Halleluja. Ganz hoch die Arme. Nein, Gesicht nach vorne. Die Arme ganz hoch. Arm hoch. Umdrehen bitte. Bei jedem Schritt soll das merken. Den Buckel breitflächig. Trefflich. Oh, Entschuldigung, das habe ich dir eine gegeben. Das war. Was macht ihr da? Nein, wir machen dieses Kreuzchen. Wie heißt das? Tic-Tac-Toe. Danke. Unentschieden. So, es sei. Mein Lieber, am Leibe dieses zarten Knaben gibt es einen Bereich, dreht euch einmal bitte. Da kann man keinen Pinsel hinführen. Nein, nein. Der Pinsel könnte Schaden nehmen. Ich, aufrechter Christ und guter Katholik, opfere meine Hand für diesen Bereich. Halleluja. Danke, Schwester. Danke, Schwester. Schwester, wollt ihr bitte lupfen? Rektus, ich stelle fest, das Dickste an dem ist die Schicht von Teer. Glaub mir. Glaub mir, mir tut's mehr weh wie dir. Du böser Bube, du. Er möge sich noch einmal wenden. Oh, jetzt wird's böse.
am Leibe dieses zarten Knaben gibt es einen weiteren Bereich. Dieser Bereich ist so heikel, dass man nicht mal meine heilige Hand dahin führen kann. Christo muss jetzt ganz stark sein. Aber wir haben einen Weg gefunden, diesen Bereich zu erreichen. Nonne, lupf den Bereich. Das ist ein Auffangen, Auffangsektor, Auffangen. Das können wir normal verwenden. Bring die Feder auf! Das war eben ein schöner Hinweis. Schwester Karma hat gerade ausgerichtet, sei froh, dass wir keine Wespen haben. Was weder Schwester Karma oder Schwester Sutra noch Chris wissen, dass wir hinten ein abgedecktes Erdwespennest haben. Das müssen wir aus Naturschutzgründen jetzt gleich entfernen. Chris, ich rate dir so schnell wie möglich in die Dusche zu kommen. Chris, er möge sich noch einmal wenden. Er hat... Du hast Schuppen. Er hat die Strafe auf sich genommen und glaubhaft vermittelt, dass er bereut. So ist es gut, der brauchende alte Sitte, ihm nun beim MPS auch zu vergeben. Er beuge sein Haupt zu mir. Nicht ganz so tief, du Ferkel. Etwas tiefer. Chris, ich hab dich wieder lieb. Die Gemeinde jubelt. Was? Ihr bekommt irgendwas von den Bärenweinen? Caribbean Spirit Rum aus dem Haus der Bärenweine. Das ist sehr nett. Weitermachen. Lächeln. So, ab mit dir unter die Dusche. Jemand trägt deine Klamotten, das ist geklärt. Und du bist pünktlich auf der Bühne, ob er da ist oder nicht. Vorher alle Federn runter. Hast du gehört, Weibsbild? Du bist dafür verantwortlich. Alle Federn runter. Hörst du mir zu? Keine Feder in die Dusche. Wenn die verstopft, werden wir mit euch beiden Sachen machen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Die Gemeinde jubelt! Hans und ich können ein Lied von singen. Mit uns hat er die Sachen schon gemacht. Mit dir. Sind wir bereit zu eröffnen? Wir sind bereit. Bereit. So soll es sein. Brüder und Brüderinnen, diesmal eröffnen wir nicht mit dem Anschlag der Humpen. Habt ihr bald alles geklärt da drüben? Oder braucht ihr ein Mikro? Gut. Nein, wir eröffnen mit einem anständigen Halleluja! Halleluja! Lasst uns mal reinhauen.